Servus Burschen, wir sind wieder back. Heute Buch Maxi Rennen auf der weltbekannten Buch Maxi K3 Kettle Farm. Dax Factory, dicht schon in Aureisau, nein, Kupplungsdecke, oder? Die haben wir noch ein wenig nachgestellt. Ja. Erstes Rennen zur Buch Maxi Austria Racing Division. Wir sind wieder da, wo wir letztes Jahr waren, beim Banner 46. Kurzes Interview. Wie war das Korn? Training haben wir schon vorbei. Beim Banner 46, wie war das Training? Erzähl mal. Super. Super? Was sind die ersten Eindrücke? Aufladen. Ja. Leg. Überschläge. Überschläge. Ja. Also alles beim Morgen drauf. Kettelfarm. Passt, ich gehe mal weiter. Ich interview mal die nächsten. Da haben wir schon den ersten Defekt nach dem Training. Ewald Holzer macht gerade bei Buffalo 96 gleiche Bremse. Buffalo, du hast wieder Kraft mit deinem Moped, habe ich gehört, oder? Ja. Ja, wie war das schon wieder? Ja. Ich so, das Moped und so, Unfall. Ja. Unfall? Du so, Moped so, Unfall. Der Jason King kommt auch gerade, jetzt werden wir da kurz mal runter schauen zu den Hirfler. Hier ist euer Münstermoorwerk, Jason King, und wir sind hier bei Maxi Division hier bei der Kettle Farm 2024. Das Oberösterreich erzählt, wie schaut aus, Schake? Schaut gut aus. Der ist Spital vorreserviert. Ja. Fixer Stillplatz. Ja. Als Teamchef von Oberösterreich. Alles sehr gut. Alles sehr gut. Alles sehr gut. Es läuft alles. Ja. Wir freuen uns miteinander da zu sein. Ja. Und dass wir adäquate Ergebnisse erreichen. Okay. Und haben da einen Gaudi haben. Ja, auf jeden Fall. Papa Schake? Ja. Alles klar? Ja. Ja? Nein. Nein. Ich kann nicht mehr, sagt er. Kaden bleibt da oben, oder? Kaden ist super, die Kaden bleibt da oben diesmal. Ja, ja. Ja. Der Neichermotor, ja, he? Ja, ich weiß. Ganz klar. Temperaturprobleme. Wirklich, wahr? Einig wieder. Wie viel Kubik sind das jetzt im Vormittag gehört? Viel Kubik, gell? 92. Ja. Er wird zu heiß. Ja. Nach zwei Runden. Gehört auch weiterentwickelt, sagst du eigentlich. Ja, die Graubuspitze bringt die Temperatur nicht weg. Ja, ja. Ja. Ist noch nicht ideal. Ne? Ja, wird für werden, oder? Probieren wir mal, bis das ein. Jason King, wir sind da bei der Kettle Farm, ja. Marco, Alter, was los? Was schraubst du da? Ja, wir werden jetzt schauen, dass wir die Kupplung ein bisschen schärfer einstellen. Nein, schärfer als vorhin schon. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen uns an das, wir wollen uns den fünften Platz sichern da auf der Kettle Farm. Was sagt der Mechaniker noch? Ich hoffe, er setzt zum. Ja. Also vom Mechaniker ist alles geregelt da jetzt. Nichts am Fahrer. So ist. Ja, Buffalo, Bambana, was war da los eigentlich? Hinter euch ist die Kamera. Schaut ihr mal, ihr seid live auf YouTube. Ja, mit den Verhältnissen von der Rallye Sudano mit der Range kannst du das überhaupt nicht vergleichen. Die Kuhschläge sind mir am Land draußen nicht gewöhnt, bei uns gibt es noch sei. Ich denke mir, man muss aufpassen, so mancher Kurfladen liegt da bei der Kettle Farm noch da. Und hast du damit schon Bekanntschaft gemacht? Ja, mit einigen. Man wird es ja riechen durch die Kamera, riecht man es nicht stimmen. Das ist erbärmlich. Jawohl, apropos Prüfe, da reden wir gleich mit ihm. Buffalo, auch schon mal mit dem Hinterrad aus dem Zimmer rausgefahren? Na sicher, jeden Tag in der Früh.
Ja, perfekt. Deswegen ist er auch so gut von dabei. Oder wie ich sie auch nenne, Team Totalausfall, ja. Team Totalausfall, was ist da los, Alter? Schaut sich das an, Schache Racing Team eigentlich. Ach, der Totalausfall. Na ja. Da ist er nur. Warte, 5 Minuten warten, könnt ihr mit Start, bis ihr einen Satz gestartet hast. Ja, das weiß ich. Ich bin nur der Moderator, das muss die Rennleitung abklären. Ja. Rennleitung Old Champ diesmal nicht da und ja. Es gibt schon dafür Beschwerden. Jawohl, Team Steiermark, lass das erste Mal ein bisschen nach, schauen wir, was der Grund ist. Was? Naja, genau, schnell. Ja, leistungstechnisch hat schon passt, aber irgendwas hat es jetzt. Was? Ach so, du bist nervös, weil es da schon bald wieder los ist. Nein, das ist wegen deinem. Was hat es denn? Also, Zylinder unten da. Ja. Da wird also noch geschraubt. Der Bursch kann jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Schauen wir, vielleicht sehen wir ihn dann noch. Aber da sind wieder die jungen Schrauben, die alten Schrauben. Was ist los, Mario? Herrlich, oder? Aber nach dem Rennen einiges noch. Wir haben die Schrauben verloren von der Kupplung. Okay. Da ist dann das Öl rausgeflogen. Das erklärt jetzt auch, warum ich eigentlich keine Bremsen mehr gehabt habe. Weil wenn das ganze Öl dann drauf ist, ist Ein bisschen schwierig, gell? Das heißt, du hast sehr zu kämpfen gehabt diesmal. Ja. Was nimmst du noch vor für den dritten Lauf? Wie fährst du den Rivens noch? Jetzt werden wir schauen, dass wir da alles hinkriegen und vielleicht kann ich den dritten Lauf bringen. Das war halt. Der hält sich auch wieder sehr bedeckt. Die Fahrer also diesmal hier bei unserer Austrian Buch Maxi Division. Mitten im Fahrerlager reden gar nicht viel mit mir. Aber ja, jetzt hau ich mich wieder um, lernen. Wir werden sie dann später noch. Viert euch.
Taxi gibt zum Hören, den Sekt auf Zeit, dann lasst es mir in Ruhe. Und zwar euer Mr. Mafia, Jason Kim. Euer Schlüsselchen Jason kriegt euch ins Gesicht, die können mich gar nicht aussetzen, ist das Wahnsinn. Ich übergebe hier den Pokal an unseren Gewinner, Marco Ruhe.